Ich könnte ihn mit der Rainflash wappen. Nee, mit der Brightmans Waffe so ein bisschen drangsalieren. Ich hoffe es. Das sollte doch funktionieren. Okay, da. Mehr One-Ups sind natürlich auch in Ordnung, aber... Oh Gott! Diese Gegner sind so ätzend. Man könnte hier Leben farmen. Ja, warum eigentlich nicht? Das ist billig, aber ich mach's einfach. Natürlich gibt es kein einziges Leben mehr. Was soll's. Die Energie nehme ich gerne mit und gleich wieder nach rechts halten, sonst fallen wir da runter in die Stacheln. Die Stacheln tun allgemein sehr weh. Das wissen wir. Aus vielen anderen Spielen. Das Leben hole ich mir nicht. Ich würde es sowieso wieder verlieren. Ah Gott, hau doch ab! So komische Marienkäfer-Roboter hier. Oh Gott! Ätzend! Okay. Und jump! Tank nehme ich auf alle Fälle. Jetzt kommt man den Wire austesten. Ha, Stil. Der hat Stil. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wow. Können wir gleich den Tank benutzen. Klasse. Ich klappe mir hier die Buster auf. Da. Ach ja, es kommt der Mumpitz. Ah, oh, das ist nicht fair, deshalb wie es runterfällt. Lass mich einfach durch zum Boss. Nein! Weiter rechts vor die Bosskammer. Verdammt. Zum Glück starten wir wieder hier oben. Das ist nicht weit weg. Ich hasse diese Roboter hier. Das Geklopfe bei den Nachbarn der Wohnung gerade hasse ich auch. Das muss nicht sein, Nachbarn. Fällt hier nochmal Leben für mich ab? Ich fände es ganz toll. Ich finde es wirklich super. Und, na komm, da muss ich die extra aufladen. Gegner? Komm brav zu mir. Ah gut. Ach Gott. Ich fall immer wieder darauf rein, was? Wow. Yay. Übertreib doch. Verflucht.
8 Steine. Wie komme ich da bitte vorbei, ohne Schaden zu nehmen? Ah. 2 Leben noch. Und Waschjet hätte ich jetzt auch sehr gerne. Weißt du? Spiel. Ja. Bringt die Todweppen hier was? Nicht unbedingt viel, aber sie hilft etwas. Oh. Vielleicht will ich ja wirklich Brightmail benutzen. Mein Tod. Ja, Brightmail ist hier gar nicht mal schlecht. Oh. Die Idee war gut, aber die Beine waren zu kurz. Ich bleib auf FL dabei. Das war eine gute Idee mit Brightman. Ja, sehr gut. Ich hab dir jetzt nichts mehr für den Boss. Oh mein Gott. Das wird ein Spaß mit Duelman. Vielleicht doch eher Todmans Weapon nutzen sollen. Vielleicht. Bleibt immer gut in Bewegung. Na, solange er immer wieder runter geht. So könnten wir ihn besiegen. Wenn er immer nur auf Tauchgang geht. Ja, genau. Bleib so. Bleib so, Drillman. Das ist super. Ja, nicht so. Diese Attacke mit seinen Bohrern ist nicht so toll. Oh Gott. So ist gut. Auftauchen, treffen lassen, abtauchen. Wir könnten ihn noch schaffen. Ich hoffe doch, das klappt. Ja, wenn es weitergeht, klappt das. Gut. Noch einen Charge Shot und dann haben wir ihn, hoffe ich doch. Yeah! Sehr schön. Drillman down. Nicht perfekt, aber egal. Mach das mal mit dem Buster perfekt, das ist so schwierig. Sau, sau schwierig. Und wir got Drill Bomb. Und einen weiteren Rush Kram Dings. Rush Jets Adaptor. Endlich. Gut, das Passwort merken wir uns hier mal. Und dann gehen wir zur Stage Select. Ich weiß, wogegen Drillman gut hilft. Und da werden wir uns dann nächstes Mal hinbegeben. Vielleicht aber auch anderswohin. Denn auch für die 4 Leute habe ich schon was im Petto. Also bis zum nächsten Mal. Hier bei Mega Man 4.